Okay, wie erkläre ich das jetzt? Gestern kam ja meine Cinematic Review zu meiner Zahnbürste raus und im Zuge dessen ist mir etwas aufgefallen. Ich habe ja so eine pinke Kinderzahnbürste in der Videobeschreibung verlinkt und bin dann mal heute draufgegangen und habe gemerkt, da haben ja tatsächlich Leute eine Review zugeschrieben. Und dann fiel mir ein, wir haben ja auch beim Format Dumm das ein oder andere ziemlich bescheuerte Produkt über einen Reflink in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bin ich mal auf einige Produkte gegangen, die wir da verlinkt hatten und habe gesehen, es haben tatsächlich Leute dazu Reviews geschrieben. Also Leute von euch. Natürlich nur ernst gemeinte Reviews, ja, weil die natürlich auch das Produkt getestet haben. Aber dass Leute einfach hingehen und zu irgendwelchen bescheuerten Produkten Reviews schreiben, nur auf der Grundlage der Gags unserer Videos, ohne dass sie dieses Produkt überhaupt in der Hand hatten, das war ein sehr amüsierender Gedanke. Und ich habe mal ein paar sehr schöne Reviews rausgesucht. Vielen Dank übrigens an alle Autoren. So wie zum Beispiel folgende Review zu der Zahnbürste gestern, die ich verlinkt hatte. Da hat ein User folgendes geschrieben. Gute Zahnbürste mit einem leichten Geschmack von Traubeminze und riecht nach Superman Benjamin. Sehr weiter zu Klang fehlen. Like hat sie. Klang fehlen. Es hat jemand ein neues Wort erfunden, auf Grundlage meines Namens. Bedeutet Klang fehlen ungefähr sowas wie, ich empfehle dir dieses Produkt nur auf der Grundlage dieses Witzes und habe keine Ahnung, ob es wirklich gut ist? Wir sollten das beim Duden beantragen. Ja, 21 Personen fanden diese Information sehr sinnvoll. Immer schön, wenn wir helfen können. Ich stelle mir gerade vor, wie irgendwelche Eltern bei Amazon nach Zahnbürsten für ihre Kinder gucken. Und dann sehen so, Moment, die schmeckt ja nach Traube Minze, die Zahnbürste. Und auf Grundlage dieser Rezension dann dieses Produkt bestellen. Tut mir ein bisschen leid, wenn sie dann enttäuscht sind und das Ding gar nicht nach Traube Minze schmeckt. Aber es gibt einen Kommentar zu dieser Review. Wahrscheinlich irgendein boshafter Vater, der sich aufregen möchte, dass das gar nicht stimmt. Folgender Kommentar darauf. Dankeschön. Tschüss. Oh Mann! Leute haben überhaupt keine Ahnung von unseren Insidern. Und auf ganz Amazon sind jetzt irgendwelche bescheuerten Rezensionen und keiner rafft sie. Außer wir. Eine weitere Review zur Zahnbürste. Top-Produkt kann ich nur empfehlen. Ideal für sie und ihn. Eine Kinderzahnbürste. Ja, ist ein Unisex-Modell. Wurde mir von einem kosmischen Typen im Internet empfohlen. Meinte er komischer Typ und hat sich nur vertippt? Oder wollte er wirklich sagen, dass ich out of space bin? Ich würde mich zwar nicht als kosmischen Typen bezeichnen, aber vielen Dank für das Kompliment. War zunächst sehr skeptisch, aber er hatte recht. Das ist das Beste, was man momentan auf dem Markt bekommen kann. Ja, der hart umkämpfte Zahnbürstenmarkt. Das ist es, das ist das Top-Produkt. Ja, immer schön, wenn ich helfen kann. Natürlich habe ich nicht nur diese wunderbare Kinderzahnbürste empfohlen. Nein, wir hatten vor einiger Zeit auch mal den Gag, einer Harpune zu empfehlen, auf Grundlage einer Frage bei gutefrage.net. Ja, auch zu dieser tollen Harpune gibt es Reviews. Zum Beispiel folgende. Danke Manuel und Klängern. Ohne euch hätte ich diese einwandfrei verarbeitete Harpune nie gefunden. Es gibt jetzt wirklich Leute, die denken, dass sie einwandfrei verarbeitet ist, nur auf der Grundlage eines Typens, der diese Harpune nie in der Hand hatte. Sie ist perfekt dafür geeignet, um Leute von seinen Lehnen fernzuhalten oder sich selbst zu töten, wenn man Miguel Pablo mag. Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich will euch einfach danken. Diese Harpune hat mein Leben verändert. Ja, immer wieder gerne. Auch diese Harpunen-Review hat einen Kommentar. Wahrscheinlich von einem wütenden Harpunen-Experten, der sagt, dass sie überhaupt nicht auf irgendwelchen Grundlagen basiert. Folgender Kommentar. Sie haben so recht. Ich möchte wissen, ob das auch ein Typ von uns ist oder ob das wirklich ein Harpunenkenner ist, der dem zustimmt. Und ich möchte bitte, dass es Letzteres ist. Eine weitere Review. Gut geeignet für Miguel Pablo. Dank Klängern konnte ich hiermit Miguel Pablo-Fans von mir fernhalten. Sehr gut geeignet auch für Suizid bei MP-Fans. Das habe ich nicht gesagt. Ich distanziere mich von dieser Review. Und die stehen da einfach. Seit November 2016. Vor allen Dingen werden die auch höher gerankt, weil die ja mehr Bewertungen haben. Sehr gute Harpune. Hilft echt sehr gut gegen unbewaffnete Einbrecher. Aber nicht gegen Bewaffnete. Das beruht auf dem Gag von der Frage, warum wir ursprünglich auf diese Harpune kamen. Ich habe meine immer am Bett liegen. Dankeschön. Tschüss. Und andere Harpunenkenner so, oh ja, dann lege ich die auch neben mein Bett. Dann bin ich immer bestens gewappnet. Und besagte Harpunenkenner haben natürlich auch hier einen Kommentar verfasst. Toll, das war eins nices Entscheidung. Jetzt kauft ihr auch noch ein bisschen Traube Minze. Ah. Mir tun ein bisschen die Leute leid, die diese Harpune anbieten und verkaufen. Die denken sich so, what? Moment, was? Und haben überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt abgeht. Kauft doch jetzt Traube Minze. War auf jeden Fall eins nice Entscheidung. So, dann bereue ich auch etwas verlinkt zu haben. Denn irgendwann fand ich es mal lustig, einen alten Track von Lion zu verlinken. Vor der Zeit von Löwenkind. Und da gab es folgende Review. Toll. Ich habe mir diese tolle Single über den Amazon Raffling von Klängern geholt. Dafür gibt's 5 Sterne. PS, ich liebe Lion TV. Ah, so war das nicht gedacht. Ich glaube, ich hatte es damals verlinkt mit den Worten schlimmer als Wap Wap. Ich hoffe wirklich, er hat es sich nicht gekauft. Junge, das war ein Gag. Das war nicht ernst gemeint. Also doch, es ist vielleicht doch schlimmer als Wap Wap. Aber kauf's dir nicht. Vor allen Dingen hat das Ding jetzt eine 5-Sterne-Bewertung mehr. Aber es gibt auch noch andere sinnvolle Kommentare.
Kommentare zu dieser Single. Perfekt für die Schwiegermutti. Wenn die Schwiegermutti mal wieder zu Besuch ist, dann starte einfach diesen Song und sie ist wieder weg, bevor man überhaupt den Kuchen angeschnitten hat. Ja, 4 Personen fanden diese Review hilfreich. Die sitzen da und denken sich, wow, das wird ja auch bei meiner Schwiegermutter helfen. Und dann kaufen sich diesen Song und machen das. Und dann hilft das auch. Und die geben da ein Like bei der Review. Oh, ist das bescheuert. Ja, irgendwann hatten wir auch mal die Frage bei Gute Frage, dass einer eine Mikrowelle sucht, die Ping macht und nicht Piep. Ganz normale Fragen also. Und ich hatte eine Kindermikrowelle verlinkt und folgende Reviews gab es dazu. Gute Mikrowelle, AMK. Die hält, was sie verspricht. Haha, nix. Aber die kann Ping machen. Und mein Curry King ist darin schon 14 Mal verbrannt. Mano. In der Kindermikrowelle. Und manche so, wow, 14 Mal, die ist echt nicht gut, die Mikrowelle. Wie kann der da 5 Sterne geben? Aber wenn jemand eine Mikrowelle sucht, die Ping macht und nicht piept, da ist er. Oh Mann, ey. Ja, eine weitere Review. Fast perfekt. Guten Tag. Ich habe mir diese Mikrowelle gekauft, da ich keine Lust mehr darauf habe, dass meine Mikrowelle immer piep, piep, piep macht, wenn sie fertig ist. Ja, das zielt dann auf die Frage ab. Und manche Leute, die diese Mikrowelle kaufen wollen, sitzen da und denken sich, what the fuck? Diese Mikrowelle ist sehr stromsparend und das Wichtigste, sie macht Ping. Für Leute, die Mikrowellen suchen, die Ping machen, optimale Review. Anschließend lässt sich sagen, dass diese Mikrowelle alle Anforderungen mit Bravour besteht. Das einzig Negative wäre, dass sie mir diese Mikrowelle in schwarz geschickt haben. Dafür ein Sternabzug. Ich bezweifle wirklich, dass dieser Typ überhaupt eine Mikrowelle bekommen hat, geschweige denn bestellt hat. Wenn jetzt aber wirklich Leute denken so, wow, hoffentlich kriege ich die nicht in schwarz zugesendet. Ah, Trolle überall. Ja, vielen Dank an die ganzen lustigen Leute, die Kommentare schreiben, obwohl sie überhaupt keine Ahnung von diesen Produkten haben. Nur auf der Grundlage unserer Witze. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vielleicht gibt es ja nochmal sowas in Zukunft, wenn ich vielleicht noch ein paar lustige Reviews finde. Ansonsten war es das für heute mit dem heutigen Video. Schreibt gerne eure Meinung zu den Reviews in die Kommentare. Hier gibt es jetzt für euch noch eine Endcard mit noch einem Video und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss.